Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge No Man's Sky. Wir sind ja immer noch auf diesem wunderschönen verschneiten Planeten. Wir müssen jetzt hier unten rechts erwachen. Hyperantrieb erfolgreich installiert. Ja, haben wir in der letzten Folge gemacht. Kehre zum Schiff zurück. Haben wir jetzt gemacht. Automatischer Diagnosebericht. Weiter. Hyperantrieb erfolgreich installiert. Treibstoffstatus des Hyperantriebs, kein Treibstoff. Mein Hyperantrieb ist fertig. Vielleicht finde ich zwischen den Sternen Antworten. Doch ohne Warpzellen komme ich nirgendwo hin. Ich muss eine Antimateriequelle finden. Scanner auf Antimaterie einstellen. Suche mit dem Raumschiffscanner L3 nach. Joa. Suche mit dem Raumschiffscanner nach Spuren von Antimaterie. Atmosphärische Störung entdeckt. Führe aus dem Orbit einen Planetenscan durch. Oh, falsche Taste. Alter Vater. Das war knapp. Gut, falsche Taste schon wieder. Wunderbar. So. Antimaterie entdeckt. Wunderbar. Wollen wir da mal eben hindüsen? Mal gucken, was uns da noch so erwartet. Na, müssen wir noch ein bisschen höher. Könnte klappen. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Vergessen zu bremsen. Aber das macht nichts. Weil wir müssen auf einen ganz anderen Planeten. Ja, super. Naja. Mal schauen, ein bisschen genauer zielen. Da gibt es also Antimaterie. Nehmen wir. Nehmen wir. Brauchen wir ja. Ach ja. 16 Sekunden noch. Kann ich währenddessen? Ja, kann ich. Cool. So, haben wir irgendwas, was weg? Das kann, glaube ich, weg. Vorerst. Das auch. Was war das? Navigationsdaten. Ja, gut. Gucken wir gleich mal. So. Mal schauen, wo wir hier rauskommen. Waren wir hier schon? Nee, ne? Glaube nicht. Oh, eine Wolke. Was ist das denn? Ankunft. Was ist das? Da will ich jetzt aber mal gucken. Da. Also das. Hallo? Ist mein Scanner irgendwie. Ich kann nichts anderes mehr scannen. Warum nicht? Hallo? Ach, scheiß drauf. Gut. Oh. Was ist denn hier passiert? Gebäude bieten Schutz vor Gefahren. Durchsuche Gebäude nach wertvollen Materialien. Ja. Wäre jetzt auch das Erste, was ich gemacht hätte. Sauerstoffkapsel, das ist gut. Nee. Arschloch. Was ist aber da? Nichts. Meine. Ja. Dann halt nicht. Ich muss ja noch nach oben gucken hier. Gott. Ja, läuft. So. Ionenakku. Ja. Was haben wir hier? Beschädigte Maschinerie. Ja. Weg damit.
Ja. Raumschiff Starttreibstoff. Ja. Geil. Hätte hier gar nichts herstellen müssen. So. Da haben wir noch. Oh. Ach, Atlas passt benötigt. Ja, habe ich nicht. Was auch immer das ist. Ich hätte mich ja zwischen den Folgen auch mal schlau machen können, aber. Ja, habe ich vergessen, ne? Wie das immer so ist. Weg damit. Ich habe gerade gesehen, da hinten liegt noch vergrabene Technologie unter dieser Basis, glaube ich. Was haben wir denn da? Terminal online. Wähle Schlüssel. Entschlüsselung. Was? Erfolgreich? Okay. Das Terminal ist mit einem seltsamen, pulsierenden Schleim verschmiert, aber es scheint dennoch zu funktionieren. Als ich die Eingabekonsole berühre, reagiert die fremdartige Substanz aggressiv. Ich notiere mir, mich ihr nicht zu nähern. Das Gerät öffnet sich und gibt ein einzelnes, nicht blinzelndes, karmesinrotes Auge frei. Was ist denn ein Karmesin? Ist das einfach nur eine Farbe? Egal. Es druckt einen Bauplan für Antimaterie aus. Zusammen mit einer seltsamen Nachricht. Jetzt muss ich Antimaterie noch selber bauen, oder was? Wenn die Zeit gekommen ist, wirst du uns finden. Jo. Was haben die mal mit 16, Alter? Chromatisches Metall. Ja, läuft. Mehr brauche ich dafür nicht. Das geht doch noch. Also, das ist, ja. Da und... Ja. Bauer entnach. Ach Gott, ey. Yeah. So. Nein, das kann nur hier drunter sein, oder? Ja, das ist hier drunter. Eindeutig. So, mal schauen. Ja, nee, ist klar. So. Hallo. Du gehörst jetzt mir. Technologiemodul. Oh, drei Stück, Alter. Vier. Hammer. Alles klar. Ab nach Hause. Ja, war. Oh. Warte, was ist das? Gefährliche Flora. 15.000 Schritte zurückgelegt. Erstmal falsch analysieren, stimmt. Tut mir leid. Hab ich vergessen. So. Mhm. Alles klar, für Entdeckung kriegen wir auch Kohle? Habe ich das richtig gesehen? Kohlenstoff, wir brauchen auch verdichteten Kohlenstoff. Sehr viel für Antimaterie. Entschuldigung, ich bin echt ein bisschen erkältet. Ich hoffe, es ist kein Corona. So viele Nudeln habe ich gar nicht eingekauft. Verdammt. Ich hoffe nicht. Gut. Den kleinen dicken Baum nochmal scannen. Sauerstoff. Ja, nehme ich mit. Das nehme ich doch direkt mit. So, einen Schluck trinken. Ach ja. Kann man das auch? Das kann man auch scannen. Okay. Ich glaube, das hier wird einer der nächsten Planeten, wo ich mich niederlasse. Das sieht vorerst schön aus hier. Achso, kann ich mitnehmen, ne? Paraffinium. Gibt's da auch, okay. Was ist das? Sauerstoffpflanze, ne? Ist das nicht die? Jo. Falsche Taste. Wie immer. Na ja, gutes Gewasch. Wo habe ich eigentlich geparkt? Auf der anderen Seite, ne? Ja. War klar. Oh. Autsch. So, was haben wir hier unter Wasser? Hier war bestimmt auch eine coole Unterwasserwelt, oder? Was ist das?
Oh, ich bin voll. Mal gucken, ob wir gleich irgendwie irgendwelche. Ich fliege jetzt aber nach Hause. Vielleicht können wir ja irgendwie Kisten bauen oder sowas. Auf jeden Fall hier Stauraum. Das wäre gar nicht mal so ungeil. Wie komme ich denn jetzt nach Hause? Da. So, einmal aus der Atmosphäre raus. Wunderbar. Ich muss sagen, ich bin doch sehr begeistert von dem Spiel. Wie man einfach zwischen den Planeten hin und her springen kann, das. Das befriedigt so mein inneres Kind. Ja. Das war jetzt echt nicht so gemeint, wie es sich angehört hat. Mein inneres Kind freut sich so. Ich werde wahrscheinlich hier auch irgendwann mal einen Cut. Ich weiß gar nicht, gibt's Crossplay oder kann man die Speicherstände von der PS4 auf dem PC weiterzocken? Das wäre natürlich. Echt cool. Nein, 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 nein! Nein, nein! Ach, verdammt. Auch noch auf der falschen Seite. Ja, läuft bei mir. Ach ja. Da, ne? So. Konstruktionsforschungsstation. Ja, Analyseeinheit online, bla bla bla. Strukturen. Lagerkiste oder so? Holzwand? Nee, nicht wirklich. Noch nicht. Zentrale Wohntechnologie. Gesundheitsstation? Batterie. Okay. Was hab ich jetzt? Och, nö. So, das war einfach nur das, ne? Ja, das war das Gleiche. Gut. Würde ich sagen, wir fangen einfach oben an und. Ab. Okay. Glasplatte mit Holzrahmen. Oh. Cool. Teuer 3. Holzrampe. Halbe Holzrampe. Aha. Haben wir echt kein. Haben wir echt keine Kisten oder so? Scheiße. Egal. Komm her. Glasdecke. Passt. Und Fenster machen wir auch. So. Glas. Fürs Fenster brauche ich Glas, aber für die. Egal. Ich sage nichts. So. Greife mit öffnen Inventar. Stell mit etwas in leeren Plätzen her. So. Antimateriegehäuse. Herstellen. Antimaterie. Wir brauchen noch chromatisches Metall. Und. Dafür, wo habe ich denn da? Dafür brauchen wir Ferrit. Ja, Ferritstaub. So, oder? Das war so, ne? Treibstoff ist noch. Moment. Moment. Oder aus reinem Ferrit. Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Nein! Wie kann ich, wie mache ich denn nochmal? Ach, verdammt. Wie mache ich das nochmal? Ich hab's vergessen.
Wie kann ich denn... chromatisches Metall. Brauche ich da Kupfer für? Habe ich Kupfer? Ah. Natürlich. Kupfer. Mitnehmen. Och. Gott, geh mir nicht auf. Was? Exo-Anzug Hochleistungsinventar? Was ist denn ein... was ist das? Ah. Ist das so? Ist das hier dann gewesen, ne? Gut. Ach so, genau. Dann machen wir doch mal kurz Platz hier im... Stickstoff kann... Erstmal ins Raumschiff. So. Dieses Gegner-Kack kann auch erstmal dahin. Das kann von mir aus erstmal rüber... So, und jetzt brauche ich Kupfer. Natrium. Huch. Das ist aber stark vibriert. Das ist jetzt aber so. Das, also, Junge, Junge. Nee, brauche ich nicht. Kupferansammlung. Kriegen wir hin? Kriegen wir hin. Ist zwar ein Stückchen, aber wie gesagt, kriegen wir hin. Glaube ich. Obwohl, es ist verdammt schweinekalt, ne? Ach ja. Was sind das denn für Bäume? War ich hier noch gar nicht? Tatsächlich, hier war ich noch gar nicht. Oh, Sauerstoff. Können wir hier doch direkt mitnehmen? Was ist denn das? For cool shit. So. Ja, lebender Schleim kann weg. Lebender Schleim, mein Gott. Was haben wir? Nanit erhalten. Mhm. Das würde ich auch gerne noch aufmachen. Können wir auch erstmal den Schleim runterkratzen? Oder auch nicht? Doch. Sehr schön. Und Nanit, ich glaube, Nanit, war das auch irgendwas zum Handeln? Nope. Da. Ja, wir müssen da hinten hin. Passt. Das noch einmal scannen. So. Boah, nervt das mit dieser Zoom-Nase. Ekelhaft. Ein richtig verstopftes Gefühl. Im Kopf. Into the Kopf. I said. I set mein Kopf in Feuer, wenn das nicht aufhört. Junge. Habe ich gar nicht geguckt, wie viel ich brauche, aber ich glaube, ich nehme einfach mal mit, ne? Ist ja nicht mein Planet, aber mein Territorium, ne? Mein Terrarium. Meine Hut. So. Moment, Silikatpulver will ich nicht. Kupfer, gib mir Kupfer. Give me a little bit copper. So, noch mal gucken. Wenn wir hier jetzt das chromatisches Metall passt. Ah, komm. Komm, bevor wir gleich noch mal hier hinlaufen müssen. Moment. Jungs. Habe ich keine Kreaturen mit Kugeln mehr? Habe ich nicht. Ja, läuft. Komm, ich brauche irgendwas zum Nachhause reiten.
So, wo geht's nach Hause? Handy reicht jetzt, ne? Wo geht's denn nach Hause? Da hinten. Ich weiß nicht, ob ich ohne vielleicht schneller bin. Ich glaube, ich bin ohne schneller. Aber das wäre ja nur halb so lustig. Oh ja, es ist so lustig. Ach ja. Attacke! Was bist du denn für ein Viech? Hab ich schon? Hab ich schon. Der läuft von alleine. Okay. So. Ja, nee, danke auch. Gott. Habe ich auch schon gescannt. Ey, was habe ich denn? Ach ja. So, jetzt machen wir uns eben chromatisches Metall. Ich würde mir gerne auf dem anderen Planeten, wo wir gerade eben waren, auch noch eine kleine Basis bauen. Obwohl ich nicht wirklich glaube, dass das was bringt. Weil wir hier aus diesem kleinen Minisystem sowieso bald abbauen. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Huch! In eine schöne neue Welt. So. Da waren wir schon dran, ne? Waren wir nicht? Waren wir nicht? Was ist denn los mit mir? Also. Okay. Ach so, so kann ich hier. Was? Basis, Gestein, was? Ach! So. Okay. Gut. Oh, hier. So. Packen wir hier nochmal ein bisschen Kupfer rein. Da haben wir es. So, das können wir ruhig auch alles verballern. Von mir aus. So. Chromatisches Metall. Sehr geil. Genau, das können wir ruhig mitnehmen. Falls wir unterwegs auch noch einmal Antimaterie herstellen müssen. Was wollt ihr jetzt von mir? Wo ist denn da? Baue eine Stelle, eine Warpzelle her. Machen wir sofort. Das würde ich gerne einmal mitnehmen. So. Und auf den letzten Platz. Bevor hier irgendwas. Ne? Weiß Bescheid. So. Ach. Warte mal. Ach, reines Ferrit war das. Gut. Alles klar, um Glas herzustellen. Läuft. Alles klar, aus Silikatpulver kann man Glas machen. Gut. Finde ich gut. So, tanke den Hyperantrieb auf. Wo haben wir denn? Ach, da. So, was ist das? Warp-Hyperkern. Okay. Kann ich das nicht? Was mache ich denn hier? Ah. Gut,
mit Hyperantrieb aufgetankt, fliege in den Weltraum, um die interstellaren Systeme zu testen. Ja. Ich würde allerdings doch sehr gerne einmal. Huch. Weg da. Weg da. Weg da. So. Entfernen. L2. Huch. Glasplatte würde ich sehr gerne hier draufsetzen. Wie auch immer das. Ganz vergessen, das geht ja. Ha! Warum nicht? But. Obwohl ich wieder so geil getankt habe. Ach, getankt. Geparkt habe. Oh, bitte nicht so weit. Bitte nicht so weit. Ach Gott, ey. Gut, aussteigen. Huch. Jetzt aber. Eben diese Glasfront davor und vielleicht auch noch ein Fenster. Aber erstmal das Dach drauf. So. Ah, okay, cool. Okay, das ist echt cool. So. Fenster. Oh nein, was habe ich gemacht? Lass das. So. Da haben wir Glas. So. Glas, Glas, Glas. Alles meins. Alles meins mitnehmen. So. Gib her. Arschloch. So. Ja, cool. Weißt du was? So. So. Habe ich da noch genug Material für? Ja. Ja, cool. Läuft. So, das ist mein Schlafzimmer. Gut. So, Hyperantrieb aufgetankt, fliege in den Weltraum um die Interstellar. Wo habe ich nochmal geparkt? Da. So, interstellaren Systeme zu testen. So, bumm. Fertig aus. Fertig. So, einsteigen. So, wir fliegen jetzt noch eben hoch. Hoch, hoch hinaus. Into. Schon raus? War ich da schon? Von dir entdeckt. Ja, gut. Galaxiekarte. Oh, noch mal gucken. Okay, wir sind. Was? Erkunden, Herz der Galaxie. Okay. Wie kann ich denn. Ah, alles klar, verstanden. So, wir sind. Da. Was ist das denn? Ist das. Anomaler signalblockierender Warp. Gut, ich würde sagen, da kümmern wir uns mal in der nächsten Folge drum. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin hier gerade echt so ein bisschen abgelenkt vom Handy. Es tut mir leid. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten
Folge wieder mit an Bord meines Raumschiffs. Haha. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao.